Okay, jetzt wollen wir mal den Beinen richtig Zunder geben. Das heißt, Maximalkraft für die Beine, einbeinige Kniebeuge. Dafür braucht ihr eine kleine Erhöhung, so dass ihr, wenn ihr auf dieser Erhöhung steht, unter dem anderen Bein ein bisschen Spiel habt. Also nicht direkt den Boden berührt. Das kann zum Beispiel die erste Stufe von eurer Treppe zu Hause sein. Dazu, wenn ihr an der Treppe seid, habt ihr das Treppengeländer. Wenn ihr aber irgendeine Art von Unterlage nehmt, dann nehmt euch doch auch den Stuhl noch dazu, um euch an diesem einfach ein bisschen Balance zu geben. So, wir gehen in die Ausgangsposition. Ich muss gerade mal den Stuhl für mich ein bisschen optimal positionieren. Ausgangsposition, ihr steht mit einem Bein auf der Erhöhung oder auf der Treppenstufe. Das andere Bein zeigt nach vorne und wir gehen runter in die Ausgangsposition. Wie gesagt, haltet euch ruhig ein wenig, um die Balance zu halten. Hier sollte jetzt das Gewicht auf der Ferse sein. Das andere Bein ist nach vorne gestreckt und das Knie zeigt in die gleiche Richtung wie der Fuß, auf dem ihr steht. Und jetzt drückt ihr euch aus dieser Position nach oben. Ihr dürft auch, wenn euch das noch zu anstrengend ist, entweder nicht ganz so weit runtergehen, einfach nur so, wie ihr merkt, okay, jetzt muss ich wieder hoch. Und achtet bitte darauf, wenn ihr hochkommt, dass das Knie, auf dem ihr steht, das Bein, auf dem ihr steht, nicht komplett durchgedrückt ist, sondern so eine leichte Beugung immer noch hat. Dann geht ihr wieder runter, so weit wie ihr könnt und wieder hoch. Und wenn ihr euch an das ganz Tiefe rantasten wollt, dann ist es auch ganz legitim, wenn ihr runtergeht und dann ruhig ein kleines bisschen mit dem Arm Druck gebt und die Beinkraft unterstützt. Okay, das Ganze macht ihr 30 bis 40 Sekunden auf der einen Seite, dann gönnt euch ruhig eine Pause und danach 30 bis 40 Sekunden auf der anderen Seite. Wiederholt das Ganze 3 bis 4 Mal wieder und dann habt ihr schon wieder die nächste Übung hinter euch gebracht.